und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute am 8. Dezember um 11 Uhr ist der bundesweite Warntag. Um 11.45 Uhr soll denn alles vorbei sein. Ich möchte euch jetzt hier die Infos geben, wie das abläuft und warum das gemacht wird. Wenn euch das gefällt, lasst an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gern jetzt kostenlos meinen YouTube-Kanal, dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden. Ja, was ist der bundesweite Warntag? Der findet heute statt, nicht zum ersten Mal. Wir können uns alle vielleicht noch an 2020 zurückerinnern. Auch da gab es einen bundesweiten Warntag, der kräftig in die Hose gegangen ist. Das Ganze hat nicht funktioniert. Ich muss sagen, bei uns im Ort ging zumindest die Sirene an. Ich habe es also mitbekommen, hatte damals, glaube ich, auch einen Livestream hier auf meinem YouTube-Kanal dazu gemacht. Und ja, das Ganze ist, wie gesagt, kräftig schiefgegangen und die Folge war dann auch die Flut im Ahrtal. Auch da hat die Warnung nicht richtig funktioniert. Die Politik hat versagt und, ja, wie man es kennt, so gut wie gar keine Verantwortung dafür übernommen. Aber jetzt will man es besser machen und heute sollen die Warnsysteme wieder getestet werden. Und ganz neu dazu kommt das Cell-Broadcast-Verfahren. Das bedeutet, dass ihr eine automatische Benachrichtigung auf euer Handy bekommt. Ihr braucht dazu nichts machen, außer dass ihr ein Handy habt beim iPhone größer als 6, also ab iPhone 6 funktioniert. Bei Android müsst ihr zumindest die Version 11 haben, auch dann bekommt ihr automatisch die Benachrichtigung. Das Ganze ist neu, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob es bei euch funktioniert hat, wenn ihr das Video später gesehen habt. Zusätzlich soll noch über Werbetafeln gewarnt werden, zum Beispiel auch die von der Deutschen Bahn benutzt werden. Rundfunk und Medien wie Fernsehen und Radio sollen warnen. Natürlich sollen auch die Sirenen angehen, die man kennt, die auch jetzt wieder verstärkt aufgebaut wurden. Allerdings in Frankfurt gibt es scheinbar nur zwei Sirenen. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Auch die Warn-Apps wie Nina und Katwarn sollen eine Warnstufe geben. Um 11 Uhr wissen wir mehr, da fängt die Warnung an und um 11.45 Uhr soll es dann die Entwarnung geben. Und dann muss natürlich der Test ausgewertet werden und dann will man gucken, was man besser machen kann. Und dann bin ich gespannt, ob es dann im nächsten oder übernächsten Jahr wieder einen Warntag gibt. Ja, falls ihr davon noch gar nichts mitbekommen habt, wundert euch also nicht, wenn ihr automatische Benachrichtigungen aufs Handy bekommt. Das Ganze ist heute kein Ernstfall, sondern tatsächlich nur ein Test der Systeme und jemand braucht hier ein Panikverfahren. Ja, das war meine kleine Info für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert, wie gesagt, auch gerne hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist kostenlos für euch. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig bei YouTube und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.